Wie es bei der Hessischen Landesbahn im Stadler Flirt in der ersten Klasse aussieht, das erfahrt ihr in dem heutigen Video und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report. Wir starten hier in Gießen, wo ich im letzten Video mit dem ICET angekommen bin und wir steigen jetzt hier in einen Stadler Flirt der Hessischen Landesbahn, kurz HLB, in der ersten Klasse. Ich wollte schon länger einmal in Richtung Ruhrgebiet über eine andere Strecke fahren, und zwar über Gießen und Siegen, und genau das mache ich heute. Und dazu nutze ich jetzt hier eben den Stadler Flirt der HLB. Es geht zunächst vorbei an Wetzlar und dann geht es durch das Tal der Dill, die wir hier auch mehrfach überqueren, weiter in Richtung Siegen. Landschaftlich sehr reizvoll, mit offenen Wiesen, aber auch immer wieder Bergen links und rechts der Strecke, fährt man hier abwechslungsreich, unter anderem auch wie hier an Herborn vorbei. Natürlich zwischendrin auch immer wieder Wohngebiete und Industriegebiete, aber landschaftlich ist die Strecke sehr ansprechend, auch wenn das jetzt hier im Frühjahr noch alles ein bisschen grau war. Die Strecke trotzdem auf jeden Fall sehr sehenswert. Immer wieder zweigen auch Bahnstrecken ab, die aber nicht mehr in Betrieb sind, zum Beispiel die Westerwald-Querbahn. Heute aber eben nur noch hier die Dill-Strecke, die ich befahre, in Betrieb. Die ersten aktiven Abzweige dann in Dillenburg und sowie hier in Haiger Richtung Betzdorf, wo es dann auch Richtung Dadetalbahn geht, die ja in einem der letzten Videos vorgestellt wurde. Ich bleibe aber auf der Dill-Strecke bis zum Endbahnhof Siegen. Ja, wie gesagt, hier kommen die Stadler Flirt der HLB zum Einsatz. In meinem Fall zwischen Gießen und Siegen, aber auch oft bis Frankfurt durchgebunden. Die Ausstattung in der ersten Klasse entspricht weitgehend der in der zweiten Klasse von den Sitzen her, allerdings gibt es zusätzlich einen Tisch und Steckdosen gibt es auch. Armlehnen sind auch vorhanden. Mit der Einfahrt in diesen Tunnel nähert man sich dann auch dem Bahnhof von Siegen, wo ich aus- und umsteigen werde, und dann wird es für mich im nächsten Video auch hier von Siegen aus weitergehen. Hier seht ihr nochmal die Stadler Flirt der HLB abgestellt im Bahnhof von Siegen, und hier seht ihr schon, mit was für einem Fahrzeug es für mich im nächsten Video weitergehen wird. Ja, ich hoffe, dieser kurze Einblick in den Stadler Flirt der HLB auf der Dill-Strecke hat euch gefallen. Hier seht ihr, von wem die Musik stammt, wann das nächste Video kommt. Ich sage danke fürs Zuschauen und würde mich über Likes, Kommentare, Abos oder einen geteilten Link sehr freuen. Und wir sehen uns dann gerne im nächsten Video wieder.